Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 40, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Schluss mit Mogelpackungen und Nichtwissenwollen des hessischen Kultusministers, Drucksache 6072 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 61, Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Überlastung und Lehrkräftemangel an hessischen Schulen, Drucksache 6098 aus 19. Und die erste Wortmeldung kommt von Kollege Degen, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe die große Hoffnung, dass die Zeit der schwarz-grünen Realitätsverweigerung nun endlich vorbei ist. Wenn Sie schon nicht auf uns hören und wahrscheinlich möglicherweise heute wieder sagen, es gebe keinen Lehrermangel in Hessen, meine Damen und Herren, hören Sie auf die Bürgerinnen und Bürger in Hessen. Im Februar wurden 1.035 Wahlberechtigte in Hessen befragt. 79% davon nennen den Lehrermangel und den Ausfall von Unterricht als das größte Problem in Hessen. Dem folgen 73% mit dem schlechten Zustand der Schulen, meine Damen und Herren. Da fällt das aus Mogelpackungen und Ahnungslosigkeit gebaute Kartenhaus des Kultusministers in sich zusammen. Keine noch so wohlklingende Marketingmaßnahme kann überdecken, dass Minister ahnungslos die eigentlichen Probleme an unseren Schulen ignoriert, meine Damen und Herren. Damit muss Schluss sein. Wir brauchen endlich eine ehrliche und vorausschauende Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Der Ministerpräsident ist leider nicht hier. Er hat vorhin vom Miesmachen gesprochen. Es geht ausdrücklich nicht darum, ums Miesmachen. Aber eine ehrliche Bestandsaufnahme, eine ehrliche Datengrundlage ist die Voraussetzung dafür, um auch wirklich richtige und gute Lösungen zu entwickeln, meine Damen und Herren. Und da ich mir ja denken konnte, dass einige hier das wieder nicht wahrhaben wollen, nehmen wir das Beispiel, nehmen wir das böse Wort mit dem U, das böse Wort mit dem U, das wieder allpräsent ist im Land, Unterrichtsausfall. In Hessen fällt Unterricht aus, meine Damen und Herren. Alleine im Schulsport ist es ein Viertel. Ein Viertel der vorgesehenen Stunden fällt im Schulsport aus. Das haben wir nicht vom Minister gehört. Das haben wir dem Hessischen Rundfunk zu verdanken, der Zugriff zu einem internen Papier des Kultusministeriums bekommen hat. Ein Viertel des Schulsports in Hessen fällt aus. Wir würden gerne wissen, wie das in anderen Fächern ist, aber das bleibt ja ein Staatsgeheimnis in Hessen. Und das, obwohl Erhebungen zum Unterrichtsausfall eigentlich die Kernaufgabe des Landes sein müsste, denn Unterricht ist nun einmal die Kernaufgabe des Kultusministeriums. Und deswegen, damit das Parlament hier nicht immer wieder jedes Jahr neu betteln muss, Zahlen zu bekommen, fordern wir, und das haben wir auch schon in der Vergangenheit getan, einen jährlich erscheinenden Landesbildungsbericht. Und zur Frage, weil dann hört man wieder in fast jeder zweiten Antwort des Ministers auf Anfragen steht ja der Verwaltungsaufwand, der sei so enorm, man könne das nicht beantworten, dafür seien keine Kapazitäten da. Also, da muss ich mal in die Haushaltspläne schauen. 2013, da waren es im Kultusministerium noch 273,5 Stellen. 2017 waren es 297. Jetzt kamen noch einmal einige dazu. Sie plänen das Ministerium auf, aber weigern sich mit der Begründung, sie hätten keine Kapazitäten, Antworten auf Anfragen des Parlaments zu geben, Herr Kultusminister. Der Unterrichtsausfall hat auch viel mit Lehrermangel zu tun. Das ist eines der weiteren Probleme. In Hessen fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Montagmorgen erst las ich in Facebook einen Beitrag einer Mutter. Anführungszeichen. Wer von euch ist oder kennt eine ausgebildete Grundschullehrerin, die eine Anstellung sucht? Bitte melden. Anführungszeichen oben, meine Damen und Herren. Wer von Ihnen kennt denn eine Grundschullehrerin, einen Grundschullehrer, der bereit wäre, in Bruchköbel zu unterrichten? Bitte melden Sie sich bei mir, ich gebe es gerne weiter. Ich fürchte aber, die Suche wird relativ erfolglos sein. Was ist das für ein Land, in dem Eltern selbst nach Lehrkräften suchen müssen? Das ist das Land, in dem die CDU seit fast 20 Jahren regiert, meine Damen und Herren. Dazu kommen
Tausende Lehrkräfte ohne eine einzige pädagogische Grundqualifikation, die Klassen leiten, die Noten geben, und Stellen bleiben unbesetzt. An Förderschulen ist der Zustand inzwischen fast katastrophal. Während an den Gymnasien über Bedarf ausgebildet wird, spart die Landesregierung auf Kosten der Schwächsten an den Grund- und Förderschulen. Die Verschleierung des Lehrermangels muss endlich beendet werden. Wir brauchen eine ehrliche Bedarfsplanung, und vor allem wir brauchen Qualifizierung, Qualifizierung und Qualifizierung. Und es wird nicht reichen, ein paar hundert Leute, die im Haupt- und Realschulbereich, der Gymnasialbereich studiert hatten, nun weiter zu qualifizieren für Grund- und Förderschulen. Das wird nicht reichen. Wir brauchen viel mehr Qualifizierung von Seiteneinsteigern, gerade von den Leuten, die sie fünf Jahre lang auf befristeten Verträgen setzen, die fünf Jahre ausgenutzt werden, die keine Fortbildungen bekommen und die dann geschasst werden, damit sie sich nicht einklagen können. Meine Damen und Herren, hier muss viel, viel mehr getan werden, um diese Lehrkräfte zu qualifizieren und ihnen auch eine Perspektive zu bieten. Und der Lehrermangel, der hat auch Auswirkungen auf die Kolleginnen und Kollegen, die an den Schulen sind. Denn das sind mehr Belastungen für die anderen. Und das ist mit ein Grund für die steigende Anzahl von Überlastungsanzeigen. Das ist mit ein Grund dafür, dass Lehrkräfte sich ausgebrannt fühlen, genauso wie zunehmende Gewalt gegen Lehrkräfte wie Burnout. Aber von all dem will die Landesregierung nichts wissen. Sie pfeift auf ihre Fürsorgepflicht, für 60.000 Lehrkräfte, meine Damen und Herren. Sie hat keine Ahnung von Krankheitstagen, und ohne eine Analyse des Krankenstandes kann nun einmal kein vernünftiges Gesundheitsmanagement entwickelt werden, meine Damen und Herren. Das muss nicht so sein. Das muss nicht so sein. Es gibt ein Bundesland neben Hessen, Rheinland-Pfalz, das legt jährlich einen Gesundheitsbericht über die staatlichen Bediensteten im Schuldienst in Rheinland-Pfalz vor, meine Damen und Herren. Jedes Jahr. Da stehen all die Daten, die wir uns wünschen, stehen da drin. Übrigens herausgegeben vom Institut für Lehrergesundheit. So etwas kann man machen, wenn man will. So etwas kann man einrichten, um solche Daten auch konsequent zu erheben. Das sind in Rheinland-Pfalz 9,8 Fehltage im Jahr pro Bediensteten. So etwas kann man erheben, wenn man will und wenn man Verantwortung für seine Lehrkräfte übernehmen will. Deswegen, wir fordern ein Konzept für ein schulisches Gesundheitsmanagement. Wir fordern eine unabhängige Ombudsstelle, an die sich Lehrkräfte, die sich eben Gewalt oder Belastungen ausgesetzt fühlen, wenden können. Und wir brauchen vor allem wieder ein Miteinander auf Augenhöhe und durch Respekt gekennzeichnet, um wirklich hier der Arbeit und der Lehrkräfte und der Schulleitungen gerecht zu werden, meine Damen und Herren. Dazu gehört auch eine Anhörung, die wurde wieder einmal von CDU und GRÜNEN abgelehnt. Und dann wird ja noch genannt in der aktuellen Vorsorgeumfrage der Sanierungsstau. Auch da haben wir uns erdreistet, mal zu fragen, liebes Land, du hast ja Pläne im Ganztagsbereich, in der Inklusion. Du musst doch auch wissen, dass das Konsequenzen für die Schulbauten hat. Und da muss man doch zumindest mal sich einen Überblick verschaffen, wie ist da die Lage. Und was ist da auch da die Antwort? Die Antwort ist, die Hessische Landesregierung hat keine Erkenntnisse über den gesamten Investitionsbedarf für Sanierung, Neubau und Erweiterung im Bereich von Schulen und Schulsportstätten in den kommenden 10 Jahren. Kein Wunder, dass die Landesregierung hier ausweicht. Sie hat ja jahrelang auch die Kommunen kaputtgespart, um sich auf Kosten der Kommunen zu sanieren. Und auch hier gibt es Vorschläge. Seit Jahren fordern wir, dass sich das Land endlich auch einmal für die Abschaffung des Kooperationsverbots einsetzen möge, damit wir eben Geld auch, damit der Bund uns eben auch helfen kann, hier weiterzumachen, nicht nur bei finanzschwachen Kommunen, weil das ein Problem ist, was weit über diese hinausgeht. Und dementsprechend braucht es eine Verstetigung der Ausgaben für Schulsanierung und Schulmodernisierung, unterstützt durch Land und Bund, meine Damen und Herren. Und da reicht es nicht, immer nur mit Mogelpackungen zu agieren. Das ist ja das Gleiche wie im ländlichen Raum. Wir haben ja inzwischen die hessischen Bitcoins auch im Kultusministerium. Da wird in die Mottenkiste gegriffen. Da wird ein Leitfaden zum Umgang mit Schulvermeidern erst letzte Woche wieder öffentlichkeitswirksam vermarktet. Diesen Leitfaden habe ich gefunden. Den gab es schon mindestens einmal 2008. Das ist gerade einmal eine Neuauflage, aber kein bisschen was Neues. Genauso wie erst in der nach der Plenardebatte hier im Januar plötzlich der Bildungs- und Erziehungsplan, den es seit vielen, vielen Jahren in Hessen gibt, der wurde wieder herausgeholt als irgendwie eine Lösung, die hier neu entwickelt wurde, meine Damen und Herren. Da wird alles doppelt vermarktet. Statistische Mittelwerte,
statistische Mittelwerte werden in den Vordergrund geräumt und schön gerechnet. Der Pakt für den Nachmittag ist nach wie vor eine Mogelpackung. Es gibt Schulgeld am Nachmittag, und es sind kaum wirklich mehr Ganztagsangebote entstanden. All das sind Ihre Versuche, Ihre eigenen Verfehlungen der fast letzten 20 Jahre zu verdecken. Damit kommen Sie nicht weiter. Diese Verschleierung muss endlich aufhören, und das fordern wir ein, meine Damen und Herren. Die Landesregierung ist überfordert. Sie wissen ganz genau, dass Sie die wesentlichen Probleme hier wohl auch nicht bis zum 28.10. lösen können. Deswegen werden Sie panisch agieren mit solchen Mogelpackungen. Und wir sagen Ihnen, wo Schule draufsteht, da muss auch wieder Schule drin sein. Es macht keinen Sinn, hier über Qualität zu reden und von Qualität einzufordern, wenn man diesen eigenen Anspruch nicht gerecht wird, meine Damen und Herren. Dazu fehlt dieser Landesregierung die Kraft, und dafür werden wir sorgen, dass sich das ändert ab dem 28.10. in Hessen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie von der CDU, Sie behaupten ja immer, Sie seien Wirtschaftsexperten. Aber jetzt, was würden Sie sagen, wenn ein Unternehmen nicht wüsste, wie viele Beschäftigte befristet oder unbefristet bei ihm angestellt sind? Wie würden Sie die Arbeit des Managements bewerten, wenn Sie nicht benennen könnten, wer mit welchen Qualifikationen im Betrieb beschäftigt ist, wie viele ungelernte Arbeitskräfte dort arbeiten und wie viele Quereinsteiger? Würden Sie sich schützend vor einen Arbeitgeber stellen, der so unorganisiert ist, dass er weder die Fehlzeiten der Belegschaft noch die Krankheitstage benennen kann? Meine Damen und Herren von der CDU, ich bin mir sicher, das würden Sie ziemlich befremdlich finden. Genau eine solche konfuse Unstrukturiertheit dulden Sie aber im Kultusministerium. In seinen Antworten auf die Anfragen der SPD behauptete der Kultusminister tatsächlich, alle diese Informationen nicht zu haben. Keine Krankheitstage, keine ausfallenden Arbeitszeiten, keinen Überblick über die Qualifikation der Beschäftigten und deren Anstellungsverhältnisse. Sorry. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, meine Damen und Herren. Entweder der Kultusminister wird in seiner Planlosigkeit von Ihnen kritiklos getragen und geschützt, oder, und das scheint mir wahrscheinlicher, es werden der Opposition Informationen nicht unbedingt mitgeteilt. Oder haben Sie eine andere Erklärung, warum ausgerechnet ein CDU-geführtes Kultusministerium nicht über die Basics eines Arbeitgebers verfügen sollte? Und natürlich weiß auch der Kultusminister, dass es haufenweise Brandbriefe und Überlastungsanzeigen gibt. Er hat sie auch zugeschickt bekommen. Aber leider wird weiterhin nach dem gleichen Schema vorgegangen, das schon Schwarz-Gelb in der letzten Legislaturperiode praktiziert hat, nämlich schönreden, was nicht schön ist, und vor allem möglichst lange die Augen verschließen. Die Kolleginnen und Kollegen der SPD haben in ihrem Antrag das niedergeschrieben, was wir auch schon seit Jahren immer wieder sagen. Der hessische Kultusminister fühlt sich anscheinend für seine annähernd 60.000 Lehrkräfte nicht wirklich verantwortlich. Wenn Sie sich verantwortlich fühlen würden, Herr Lotz, wüssten Sie, wie viel Unterricht ausfällt und wie der Krankenstand ist. Die Schätzungen der GEW sind hier seit Jahren alarmierend. Und hier wurde ja auch schon mehrmals über die niedersächsische Studie zur Lehrkräftebelastung gesprochen. Dort wurde deutlich, dass die wenigsten Lehrerinnen und Lehrer glauben, ihr Rentenalter ohne ernsthafte berufsbedingte Krankheiten zu erreichen. Also, meine Damen und Herren, bei jedem auch nur ein klein wenig verantwortungsbewussten Arbeitgeber müssen jetzt die Alarmglocken läuten.
Diese Verantwortungslosigkeit gegenüber seinem Personal kennt man ja eigentlich nur von ausbeuterischen, profitorientierten Arbeitgebern. Wirtschaftsbetriebe, die gut ausgebildete Arbeitskräfte beschäftigen und auf Nachhaltigkeit und hohe Qualität setzen, würde ein Qualifizierungsprogramm starten und ein gesundes Betriebsklima würde auf der Tagesordnung stehen, statt auf gesundheitlichen Verschleiß zu fahren. Verantwortungsbewusste Betriebe wissen, dass die wertvollste Produktivkraft, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind. Und nicht so das Kultusministerium. Dort wird sogar geleugnet, dass eine große Zahl von Überlastungsanzeigen eingegangen ist. Und leider betrifft ja die Überlastung nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die Schulleitungen. Die arbeiten weitaus mehr als offiziell vorgesehen, denn der Laden muss ja laufen. Sie fühlen sich verantwortlich, Sie wollen pädagogisch arbeiten, und dann müssen Sie sich aber auch noch mit Verwaltung, Budgetierung und Kontrollitis der Kultusverwaltung beschäftigen. Aber auch davon wollen Sie ja nichts wissen. Das haben Sie ja eindrucksvoll durch Ihre Weigerung bewiesen, eine Anhörung zur Belastung an den Schulen durchzuführen. Und jetzt sage ich noch eins: Von der CDU kennen wir dieses Verhalten ja schon. Aber dass die GRÜNEN sich so an die Leine nehmen lassen und nicht einmal bereit sind, die Leute anzuhören, für die sie ja durch ihre Regierungsbeteiligung auch verantwortlich sind, das ist schon ein starkes Stück. Warum behalten Sie immer weiter diese unerträglichen Lobeshymnen bei? Warum beschäftigen Sie sich nicht einmal wissenschaftlich mit den angezeigten Überlastungen? Und zweitens, meine Damen und Herren, einen Bildungsbericht, den die SPD vorschlägt, finde auch ich sehr sinnvoll, und das unterstütze ich. Auch das ist nämlich Basic eines Arbeitgebers. Sie, Herr Wagner, reden ja eben von Konzepten. Jetzt habe ich mir einmal das Strategiepapier der GRÜNEN zur Bildungspolitik angeguckt, und da wird deutlich, wer in der Koalition die Zügel in der Hand hält. Da liest man von Zweifeln am mehrgliedrigen Schulsystem, von dem Wunsch nach wirklich flächendeckendem Ausbau der Ganztagsschulen, dem Wunsch nach Abschaffung von Ziffernoten und dann, ich zitiere, dem Bekenntnis: Mit uns wird es weder CDU noch SPD Zwangsbeglückungen geben. Also, die GRÜNEN sind vor 5 Jahren in die Regierungsverantwortung gegangen. Und von den im Strategiepapier hinterlegten neuen Ideen haben Sie bisher auch keine einzige hier auch nur einmal thematisiert. Und das brauchen Sie ja auch nicht. Sie wissen nämlich ganz genau, dass keine dieser Ideen jemals mit der CDU umgesetzt werden könnte. Und neu sind die Ideen ja auch nicht. Das ausufernde und sozial ungerechte Schulsystem prangern Expertinnen und Experten ja schon seit Jahren an. Und selbst die Bertelsmann-Stiftung forderte einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz. Schulplatz, nicht Betreuungsplatz, wohlgemerkt. Die Abschaffung der Ziffernoten ist schon lange ein pädagogisch sinnvoller Gedankengang. Und an den staatlichen Modellschulen, für die die Landesregierung sich ja gerne lobt, da wird es auch längstens gemacht. Also, liebe GRÜNE, nichts davon ist neu, und nichts davon werden Sie mit der CDU jemals durchsetzen. Und zwangsbeglückt werden aber all diejenigen, die darauf hoffen, dass auch in der hessischen Bildungspolitik mal ein Hauch moderner Pädagogik einzieht. Zum Schluss möchte ich noch einmal appellieren: Nehmen Sie die Sorgen der Überlastung, die Gesundheit Ihrer Beschäftigten endlich einmal ernst. Hören Sie die Schulen zur Belastung an. Erheben Sie überhaupt erst einmal den Bedarf an Personal. Erstellen Sie eine Bedarfsanalyse. Und vor allem beenden Sie Ihre Schönrednerei. Dadurch geht wertvolle Zeit verloren, die für Änderungen notwendig wäre. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das Wort hat der Kollege Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Und vor allem Herr Kollege Degen, der Antrag, den Sie mit einem etwas problematischen Titel beschreiben, den will ich jetzt gar nicht rezitieren, ist eine Kombination
aus böswilligen Behauptungen. Deswegen will ich mich lieber mit den Einzelpunkten Ihres Antrags beschäftigen. Sie werfen in Ziffer 1 der Landesregierung vor, sie würde versäumen, die wesentlichen Zahlen und Fakten und Daten zu erheben. Das ist schlicht falsch. Es ist schlicht falsch. Deswegen für Sie noch einmal zum Mitschreiben die wesentlichen Daten und Fakten, damit das auch für Sie noch einmal dargelegt wird. Fakt ist, die Personalausstattung an den hessischen Schulen ist heute so gut wie noch nie. Fakt ist, die Bildungsausgaben pro Kopf sind so hoch wie in keinem anderen Flächenland. Fakt ist, am Ende Ihrer Amtszeit vor 19 Jahren waren für 840.000 Schüler 43.000 Stellen geschaffen worden. Heute, und das ist auch Fakt, stehen für 80.000 Schüler weniger, nämlich 760.000 Schüler, über 53.000 Stellen zur Verfügung. Fakt ist, das Lehrer-Schüler-Verhältnis hat sich von 1 zu 21 auf 1 zu 15 verbessert. Fakt ist, für die Abdeckung des Stundenplans, das bedeutet, die Grundunterrichtsversorgung müssten wir 38.000 Stellen vorhalten. Wir halten 53.400 vor. Das sind 15.000 Stellen, 400 über dem tatsächlichen Bedarf. Fakt ist, heute unterrichten wir 250.000 Unterrichtsstunden mehr pro Woche als zu Ihrer Zeit. Fakt ist, Hessen hat die niedrigste Schulabbrecherquote unter allen Bundesländern. Fakt ist, zu den 105%, die es nur in Hessen gibt, kommen für alle besonderen Aufgaben besondere Stellenzuweisungen dabei. 800 Stellen alleine für die sozial indizierte Lehrerzuweisung und für Integration, 2.500 Stellen für die Sprachförderung, 2.600 Stellen für den Ganztag. Und jetzt haben wir auch noch sozialpädagogische Fachkräfte in der Zahl 700. So, das macht Spaß, wirklich einmal über Zahlen, Daten und Fakten zu reden, meine Damen und Herren. So, machen wir weiter, Herr Kollege Degen. Stichwort Bedarfsplanung. Wir machen eine perspektivische Bedarfsplanung mit kontinuierlicher Einstellung von Jahr zu Jahr, von Legislaturperiode zu Legislaturperiode. Das ist die Maxime unseres Handelns. Und ich weiß schon, der Kollege Greilich wird gleich in die Bresche springen und hier die Welt versuchen, anders zu erklären. In der letzten Legislaturperiode haben wir on top 2.500 Stellen geschaffen. On top. In dieser Legislaturperiode schaffen wir 4.350 Stellen zusätzlich. Zusätzlich. Das hätte es noch nie gegeben. So. Und da sage ich Ihnen klipp und klar, wir haben nicht auf Sie gewartet, um das Thema Bedarfsplanung zu besprechen. Und wir haben auch nicht auf Gütersloh gewartet, um das Thema Bedarfsplanung zu besprechen. Gütersloh und Bertelsmann aus dem Jahr 2009 gibt es eine Prognose, stellt weniger Leute ein, stellt weniger Lehrer ein, bildet weniger Lehrer aus. Die Schülerzahlen gehen zurück. Dieselbe Mannschaft aus Gütersloh sagt heute etwas anderes. Schön. So viel zur Grundlage von tatsächlicher Entwicklung und von den sogenannten Profis, die wissen, wie die Welt eigentlich zu funktionieren hat. Deswegen unser Prinzip, kontinuierliche Lehrerausbildung, kontinuierliche Einstellung, das ist planvoll, das ist wirkungsvoll, und das ist genau die Art und Weise, wie wir erfolgreiche Politik in den Schulen und für die Schulen und für die Eltern und für die Kinder machen. Kein einziges Bundesland, das unter SPD geführt ist, kommt auch nur an 100% der Lehrerversorgung heran. Und ich will Ihnen eins sagen, aber das machen wir gleich unter dem Kapitel Verwaltung und alles, was Sie so einfordern. Ihr Beispiel von Rheinland-Pfalz, die sollten weniger Berichte schreiben und lieber mal Lehrer einstellen. Die liegen nämlich über 98% Lehrerversorgung. Wir liegen deutlich, deutlich darüber. Und insofern brauchen wir dort keine Ratschläge von Ihnen. Wir gestalten bestmögliche Bildung. Die SPD, die will verwalten. Nein, noch schlimmer. Sie wollen zusätzliche zentrale Datenerfassung. Und da will ich Ihnen eins sagen. Zusätzliche Bürokratie, das wollen wir nicht. Wir wollen Lehrer, und das bringen wir an die Schulen. Und das merken die Schulen sehr genau. Die SPD bringt zusätzliche Verwaltung.
Die SPD bringt zusätzliche statistische Erhebungen und damit zusätzliche Belastungen für die Schulleitungen und für die Schulämter. Abgesehen davon, die Daten, die Sie einfordern, sind aus meiner Perspektive unter datenschutzrechtlichen Aspekten höchst fragwürdig. Insofern würde ich da gerne noch einmal mit Ihnen darüber reden. Uns ist nämlich zunächst einmal nicht entscheidend, ob die Kollegin oder der Kollege wegen Grippe oder wegen Schwangerschaft nicht den Unterricht geben kann. Und damit das auch klar ist, bei uns wird mit der verlässlichen Schule der Unterricht ordentlich vertreten, der wird qualifiziert vertreten. Und deswegen brauchen wir auch dort keinerlei abschreckende Beispiele aus Rheinland-Pfalz. Reden wir über das Kapitel Professionalisierung. Sie sprechen von Entprofessionalisierung. Das ist schlicht grober Unfug. In Berlin haben Sie Verantwortung. Ja? Da sind im Jahr 2017 im Grundschulbereich über die Hälfte der Grundschullehrer als Quereinsteiger reingekommen. So etwas gibt es bei uns nicht. In Hessen halten wir trotz der bundesweit hohen Nachfrage nach Lehrerinnen und Lehrern das Prinzip am qualifizierten Personal fest. Studienplätze die werden erhöht im Grund- und Förderschulbereich zusätzlich 315 zum Wintersemester 2017-2018. Wir bringen im Doppelhaushalt für den Haupt- und Realschulbereich weitere 90 Studienplätze auf den Plan. Wir haben für den Haupt- und Realschulbereich 400 zusätzliche Referendarstellen für die Jahre 18 und 19 eingeplant. Insofern, da brauchen wir Ihre Ratschläge definitiv nicht. Und guten Morgen, liebe SPD, dann fällt Ihnen irgendwann, nachdem Sie jetzt zum Glück 19 Jahre hier in der Opposition sind, dass 6.000 Lehrerinnen und Lehrer ohne Lehramt oder ohne Lehrbefähigung an den Schulen sind. Ja, schön. Ja, alleine 1.445 Pfarrerinnen und Pfarrer sind dabei. Das war schon immer so, dass wir natürlich mit der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche dort zusammengearbeitet haben. Lehrkräfte für fachpraktischen Unterricht an beruflichen Schulen, Meister des Handwerks, Juristen, Ärzte, für die wir schlicht auch keine Ausbildung als Lehrkräfte entsprechend vorhalten. Diplom-Sportlehrer an Grundschulen und Förderschullehrern, Diplom-Physiker, Diplom-Chemiker an Gymnasien und an Haupt- und Realschulen. Wer kann denn etwas dagegen haben, dass wir das entsprechend mit zusätzlicher Qualifikation, mit zusätzlicher Expertise so planvoll zum Wohle guter Bildung an den Schulen einbringen? Übrigens, das will ich auch noch einmal sagen. Wir waren diejenigen, die mit SAP im Jahr 2005 überhaupt erst eine so übersichtliche Erhebung ermöglicht haben. Das gab es nämlich vorher nicht. Und von daher ist Ihr Prinzip, Sie wollen verwalten, wir gestalten gute Bildung. Und das ist und bleibt die Maxime unseres Handels. Sie haben schlicht und ergreifend ein Wahlkampfthema gesucht. Da kommen Sie jetzt auf 6.000 Lehrkräfte, die da ohne Lehramt oder ohne Lehrbefähigung unterwegs sind. Das reden Sie ja drüber. Wir sagen klipp und klar, Pfarrer, Handwerker, Naturwissenschaftler, Juristen, die tun den Schulen gut. Die bereiten die Schulen und die Schülerinnen und Schüler gut auf den Beruf vor. Ich sage Ihnen klipp und klar, was ist denn mit der einzigen Arbeiterpartei SPD, die nur noch Akademiker dort haben will? Berufliche Bildung damit schwächen? Fragezeichen. Praxisnähe stört scheinbar nur. Ausstattung von Schulen ist, was Personal betrifft, noch nie besser gewesen als heute, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Deswegen sage ich es Ihnen klipp und klar. Wir machen gute Schule. SPD macht bürokratische Monster. Da brauchen wir Ihre Belehrung nicht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Schwarz. – Das Wort hat der Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass in der Bildungspolitik bei der SPD Opposition vorne und hinten nichts zusammenpasst, dann ist es der heute hier vorliegende Antrag.
In Punkt 5 Ihres Antrags beschwert sich die SPD über die von der Landesregierung vorgelegten Statistiken. Das sei alles zu viel und zu aufwendig, um in Punkt 1 zu sagen, die Antwort der SPD darauf ist, sie will noch mehr Statistiken und noch mehr Aufwand für unsere Schulen. Das passt doch vorne und hinten nicht zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Sie beklagen auf der einen Seite vollmundig bürokratische Belastungen der Schulen, und mit dem, was Sie hier beantragen, mit Ihren Statistiken, mit Ihren Erhebungen, würden Sie nur eines produzieren, noch mehr bürokratische Belastungen für unsere Schulen. Und wirklich ärgerlich wird diese konzeptions- und planlose SPD-Bildungspolitik, wenn wir uns einmal anschauen, wie der Unterschied ist zwischen dem, was Sie hier am Redepult erzählen, und was Sie real in den Haushaltsberatungen beantragen. Herr Kollege Degen, Sie beschweren sich von diesem Redepult über nicht vollständig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, die kein zweites Staatsexamen haben. Sie beschweren sich darüber, dass nicht ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen tätig sind. Darf ich Ihnen in Erinnerung rufen, was Sie mit der Drucksache 19-5858 beantragt haben? Unterschrift Thorsten Schäfer-Gümbel. Sie haben beantragt, im Ganztagsschulprogramm des Landes 15 Millionen € zu kürzen. Im Ganztagsschulprogramm des Landes 15 Millionen € zu kürzen, mit der Begründung, dass Sie weniger Lehrkräfte einstellen wollen und mehr Geld für Sachmittel haben wollen. Sie wollen also weniger voll ausgebildete Lehrkräfte an unseren Schulen und mehr freie Mittel, um andere Professionen an unseren Schulen zu beschäftigen. Was Sie vom Redepult aus sagen und was Sie beantragen, es hat überhaupt keinen Zusammenhang, meine Damen und Herren. Überhaupt keinen Zusammenhang. Überhaupt keinen Zusammenhang. Und vielleicht könnten wir uns angesichts Ihres Antrags einmal darauf verständigen, dass es neben Lehrerinnen und Lehrern an unseren Schulen auch weitere Professionen bedarf und dass deshalb Ihr Gerede, dass das alles unqualifizierte Kräfte sind, schlicht und ergreifend Geschwätz ist und Sie etwas ganz anderes real in den Haushaltsberatungen beantragen. Der Kollege Degen hat davon gesprochen, Rheinland-Pfalz sei ein leuchtendes Beispiel. Wir schauen uns immer gerne an, was andere Bundesländer machen. Teilweise kann man davon etwas lernen. Ja, auch von Rheinland-Pfalz. Die machen ein paar Sachen beim Thema Inklusion besser, als wir es von den FDP-Kultusministern geerbt haben. Deshalb stellen wir jetzt langsam Richtung Rheinland-Pfalz um. Wenn wir das machen, kritisiert es die SPD. Aber das sei jetzt einmal dahingestellt. Sie haben Rheinland-Pfalz als leuchtendes Beispiel erwähnt, weil Rheinland-Pfalz einen Gesundheitsreport hat. Das können wir uns einmal anschauen. Rheinland-Pfalz ist aber das Land, das sich zum Ziel gesetzt hat, für die laufende Legislaturperiode des dortigen Landtages 100% Lehrerversorgung überhaupt erst einmal zu erreichen. Überhaupt erst einmal zu erreichen. Meine Damen und Herren von der SPD, wenn ich die Wahl habe zwischen 105% Lehrerversorgung, damit das nicht so abstrakt bleibt, das sind über 2.000 zusätzliche Lehrerstellen zur Unterstützung der Arbeit unserer Lehrerinnen und Lehrer und damit auch zu ihrer Gesundheitsförderung und einem Gesundheitsbericht, dann weiß ich aber, wie ich mich entscheide, meine Damen und Herren. Dann weiß ich, wie ich mich entscheide. Wir können verstehen, dass die Opposition nicht über die Fakten der Bildungspolitik sprechen will. Das steht ja in Ihrem Punkt 5 des Antrags. Aber es bleibt trotzdem richtig, meine Damen und Herren. Solange ich mich an bildungspolitische Debatten erinnern kann, das sind mittlerweile so 30 Jahre, ich habe mich früh angefangen, für Politik zu interessieren, hat es noch keine Legislaturperiode gegeben,
noch keine Legislaturperiode gegeben, wo mehr zusätzliche Stellen an unseren Schulen geschaffen wurden als in der laufenden Legislaturperiode. Es bleibt einfach richtig, meine Damen und Herren. Es bleibt richtig, dass die FDP-Kultusminister den Ausbau des Ganztagsschulprogramms in der vergangenen Legislaturperiode verdoppelt haben. Das bleibt richtig und ein Verdienst. Aber ebenso richtig ist auch, dass wir ihn in dieser Legislaturperiode noch einmal verdoppelt haben. Meine Damen und Herren, auch dieses Faktum bleibt richtig. Wir haben die Lehrerzuweisung nach Sozialindex, also eine an den Belastungssituationen der Schulen orientierte Lehrerzuweisung, deutlich in dieser Legislaturperiode gesteigert. Wir haben das Thema Integration von Flüchtlingen in unser Schulsystem in Hessen ganz gut bewältigt. Es bleiben immer noch Herausforderungen, gar keine Frage, aber wir haben es ganz gut hinbekommen. Und erstmals in Hessen gibt es mit den 700 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen einen systematischen Einstieg des Landes in die Schulsozialarbeit. Darüber kann man doch einmal reden, das kann man doch einmal erwähnen, das muss man doch nicht bestreiten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition. Aber keine Frage, es bleibt eine Menge zu tun. Unsere Schulen sind im Wandel, die Gesellschaft ist im Wandel. Wer wollte das bestreiten? Und eine Situation, die sich verändert, erfordert natürlich auch immer wieder neue Antworten. Und deshalb bleibt auch an unseren Schulen sehr viel zu tun. Und ja, wir haben im Bereich der Ganztagsschulentwicklung auch noch eine ganze Menge vor und eine ganze Menge zu erledigen. Das Tempo ist verdoppelt. Aber wir haben es noch nicht geschafft, dass es für jede Grundschülerin, für jedes Grundschulkind tatsächlich ein Bildungs- und Betreuungsangebot von 7.30 Uhr bis 17 Uhr gibt, wenn das Eltern für dieses Kind wollen. Daran wollen wir weiterarbeiten. Aber um daran weiterzuarbeiten, braucht man Konzepte und braucht man Ideen. Und dazu habe ich in dieser Debatte von der Opposition wieder überhaupt nichts gehört, meine Damen und Herren. Ja, wir brauchen die besten Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen. Dafür haben wir eine ganze Menge getan in dieser Legislaturperiode. Lehrerzuweisung nach Sozialindex, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen für die Schule, neues Umsetzungskonzept für die Inklusion. Aber wir behaupten nicht, dass wir fertig sind mit dieser Aufgabe, sondern natürlich müssen wir auf diesem Weg weitergehen. Aber wir haben den Einstieg geschafft. Die Richtung stimmt. Wir entwickeln uns in Richtung multiprofessionelle Teams an den Schulen, die besonders herausgefordert sind. Was ist hierzu die Alternative der Opposition? Ich habe nichts, aber auch gar nichts von Ihnen gehört, was Sie eigentlich anders machen wollen. Und die entscheidendste Veränderung an unseren Schulen ist, dass neben dem Bildungsauftrag von Schule der Erziehungsauftrag von Schule in den vergangenen Jahren dramatisch an Bedeutung gewonnen hat. Das ist das, was uns Lehrerinnen und Lehrer an realen Problemen zurückmelden. Die beschäftigen nicht irgendwelche Statistiken und Berichte der SPD. Sondern die sagen, wir sind gut ausgebildet für unseren Bildungsauftrag, aber um der Vielfältigkeit der Schülerschaft gerecht zu werden, um auch dem Erziehungsauftrag neben dem Elternhaus gerecht werden zu können, brauchen wir weitere Unterstützung. Und genau das ist die Idee hinter den 700 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Wir lassen die Lehrerinnen und Lehrer eben nicht allein mit einer geänderten schulischen Wirklichkeit, sondern arbeiten Schritt für Schritt daran, das immer besser an unseren Schulen zu machen, meine Damen und Herren. Wo ist das alternative Konzept der SPD? Vor sechs Jahren wurde der große Hessenplan erstmals urkundlich erwähnt. Bis heute liegt kein großer Hessenplan vor, es liegt kein kleiner Hessenplan vor, es liegt ein stinknormales Wahlprogramm vor, in dem nichts, aber auch gar nichts Konkretes drinsteht, meine Damen und Herren. Nichts, nichts im Schulbereich, nichts. Und deshalb, Sie schwingen hier große Reden, Sie versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass Sie etwas tun, aber alle wissen, was es in Wahrheit ist.
Es sind haltlose Wahlversprechen, die noch nicht einmal durch Ihre Haushaltsanträge und noch nicht einmal durch Ihr Wahlprogramm gedeckt sind. Da ist die Politik, die wir machen, für die Schulen sehr viel gewinnbringender. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist ja, eigentlich kann man die Uhr danach stellen. In jeder Plenarrunde müssen wir uns einmal wieder mit dem Thema Bildungspolitik, Schulpolitik vor allem beschäftigen. Man könnte schon fast sagen, und täglich grüßt das Murmeltier. Nur es ändert sich eben dummerweise nichts, und deswegen müssen wir es immer wieder thematisieren. Das Thema auch dieser Debatte ist wieder die durchgehende Überforderung dieser Landesregierung bei der Bewältigung der ihr gestellten Aufgaben, und das gilt leider ganz besonders in der Schulpolitik. Ich muss das noch einmal so deutlich sagen. Die Schönrednerei, die wir hier ständig hören, in jeder Runde wieder, auch heute wieder, die hilft kein Stückchen weiter. Herr Kollege Wagner ist dabei wenigstens ein bisschen variantenreich und lässt sich von einer Debatte zur anderen wieder einmal etwas Neues einfallen. Herr Kollege Schwarz, ich habe es Ihnen gestern Abend schon gesagt, und es hat sich ja bestätigt, Ihre Rede kannte ich gestern schon. Die kannte ich gestern schon, die kann man mehr oder weniger mitbeten, aber keiner will sie mehr hören, Herr Kollege Schwarz. Und das sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass Sie uns damit behelligen. Das ist eine Sache. Aber draußen in den Schulen, draußen bei den Verbänden will es auch keiner mehr hören. Da sollten Sie einmal drüber nachdenken. Es hilft eigentlich nichts, wenn Sie die Realität ausblenden. Der heute hier vorgelegte SPD-Antrag greift die Lage auf. Sie, Herr Kultusminister, Sie von der Koalition, Sie halten sich künstlich und absichtlich blind. Daten zu Unterrichtsausfall, Fehlanzeige. Erkenntnisse zur Qualifikation des für Unterrichtszwecke eingesetzten Personals. Wie viele ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind im Dienst? Wie viele nicht ausreichend oder noch nicht ausreichend Qualifizierte sind in unseren Schulen? Das wollen Sie nicht beantworten, das können Sie nicht beantworten. Sie sollten sich vielleicht selbstkritisch einmal fragen, warum denn, wenn alles so toll ist, wie Sie das hier beschreiben, wenn es so viele zusätzliche Lehrer gibt, die haben Sie eingestellt, das ist auch gut so. Aber warum ist denn dann die Stimmung an den Schulen draußen so viel schlechter, als sie vor 5 Jahren war? Das ist doch die Frage, mit der Sie sich einmal beschäftigen sollten. Und da gilt, Herr Kollege Pentz, wer nicht hinsieht und wer nicht hinhört, der kann in der Tat guten Gewissens behaupten, es sei alles in Ordnung. Nur das Problem ist, dadurch wird nichts besser. Dadurch wird nichts besser. Ich denke an das Fragespiel, das wir in der letzten Plenarrunde und gestern dann zum Abschluss hatten, zu der Frage elektronisches Klassenbuch. Wunderbares Beispiel dafür. Das Ergebnis, was man daraus ziehen kann, ist, Sie schauen nicht hin, Sie wollen gar nichts wissen, damit Sie nichts tun müssen. Das ist die entscheidende Botschaft. Und Herr Kollege Schwarz, wenn einem dann gar nichts mehr einfällt, das haben wir gestern auch schon gehört vom Seiten des Kultusministeriums, Sie haben es jetzt auch wieder gebracht, dann muss der Datenschutz herhalten. Dann ist der Datenschutz das, wenn mir nichts mehr einfällt. Da, ja, eben, wir sind eine Datenschutzpartei, deswegen wissen wir auch, worum es beim Datenschutz geht. Und das, mein Herr Kollege Schwarz, hat mit Datenschutz nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Aber dieses Wegschauen, dieses Weghören, das ist der rote oder besser der schwarz-grün gesponnene Faden Ihrer Schulpolitik. Stellenaufblähung im Kultusministerium. Herr Kollege Degen hat es aufgezählt. Was tun Sie denn mit diesen zusätzlichen Stellen? Was tun Sie denn damit? Ich kann es Ihnen sagen, wenn Sie draußen in die Schulen gehen, dann kriegen Sie es berichtet. Sie kujonieren die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land, indem Sie immer wieder neue Anforderungen stellen und dann, wenn einer sich kritisch räuspert, entsprechenden Druck ausüben. Das ist offensichtlich das, was Sie mit zusätzlichen Stellen machen. Was haben wir denn? Die Überlastungssituation, die Themen, die wir hier immer wieder erörtern, die steigenden Überlastungsanzeigen. Warum wollen Sie nicht einmal die Arbeitsbelastung objektiv untersuchen? Warum denn nicht, wenn alles nicht stimmt, was wir hier vortragen, was die Lehrer melden? Warum
Wovor haben Sie dann Angst, wenn Sie das untersuchen und zu objektiven Ergebnissen kommen? Genauso die Überlastungssituation der Schulleitungen. Das Gutachten wurde vorgelegt vom Verband der Oberstudiendirektoren. Sie haben es in der Beratung abqualifiziert. Sie haben abgestritten, dass das irgendwo auch nur wissenschaftlich fundiert sei. Wir haben dann gesagt, machen wir doch einmal eine Anhörung. Fragen wir doch einmal die Betroffenen selbst, Herr Kollege Pentz. Fragen wir doch einmal die Betroffenen. Sie haben es abgelehnt. Ich kann nur noch einmal fragen, wovor haben Sie denn Angst, wenn angeblich alles in Ordnung ist? Sie erinnern mich, ich habe das in der letzten Plenarrunde schon gesagt, Sie erinnern mich immer wieder an die schon oft zitierten drei Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Ein Problembewusstsein, Herr Kollege Schwarz, der Wille, sich den Herausforderungen zu stellen, sind beim Kultusminister und bei dieser Regierungskoalition nicht erkennen. Sie handeln weiter getreu dem Motto, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ich kann es Ihnen noch 20 Mal wiederholen. Vielleicht nehmen Sie es dann zur Kenntnis. Dieses Verhalten ist grob fahrlässig gegenüber den Schülerinnen und Schülern und gegenüber allen in der Schule Beschäftigten. Wir steuern bedauerlicherweise dahin, dass die Opposition die Aufgaben der Landesregierung übernehmen muss, um die Realität an Hessens Schulen in die Öffentlichkeit zu tragen. Die durch die Koalitionsfraktionen abgelehnte Anhörung zur Arbeitsbelastung, zur Aufgabenkritik von Schulleitungen und Lehrkräften werden wir durchführen. Wir haben einen freien Termin dafür gefunden. Sie haben Gelegenheit, dort zuzuhören. Vielleicht nehmen Sie sich die Zeit einmal. Denn eines kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Das Echo auf unsere vor wenigen Tagen versandte Einladung ist schon heute beeindruckend und gleicht Hilfe rufen, weil sich Lehrerinnen und Lehrer mit ihren berechtigten Sorgen von der Landesregierung alleine gelassen sehen. Die Landesregierung betreibt Arbeitsverweigerung und kommt ihrer Fürsorgepflicht gegenüber Lehrerinnen und Lehrern nicht nach. Da hilft es auch nicht, Herr Kollege Schwarz, ich wiederhole das gerne immer wieder, wenn Zahlen, Daten, Fakten wiederholt vorgetragen werden, die zwar die Statistik, aber nicht die Lebens- und Arbeitswirklichkeit verändern. Auch deshalb unterstützen wir sozusagen als Notwehrmaßnahme gegen diese Landesregierung die Forderung, durch einen Bildungsbericht die Problemlagen und Veränderungsbedarfe aufzuzeigen. Es geht dabei nicht um neue Dokumentationspflichten, sondern schlicht um die Abbildung der Realitäten an unseren Schulen. Ich will noch ein wichtiges Stichwort aufgreifen, das man eigentlich in keiner bildungspolitischen Debatte auslassen darf, weil es für unsere Lehrerinnen und Lehrer, vor allem aber auch für die betroffenen Schülerinnen und Schüler von besonderer Bedeutung ist. Das ist das Thema Beschulung der Geflüchteten. Wir haben hier schon häufiger über die großen Anstrengungen der Vergangenheit geredet, von Nicola Beer aufgesetzt, gemeinsam weiterentwickelt. Aber was ist jetzt? Was passiert in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren? Sie haben die Augen verschlossen, die Realität ausgeblendet, auch in diesem Bereich, obwohl Sie es immer wieder zu hören bekommen, von den Schulen, von den Verbänden, sicher auch in Ihrem Flüchtlingsbeirat, der ja nicht öffentlich tagt. Insofern weiß ich nicht, was da im Einzelnen gesprochen wird. Aber Sie negieren die Notwendigkeit. Die Tatsache ist doch, dass die Angebote nicht ausreichen, dass insbesondere die von Ihnen stur beibehaltene Begrenzung der Sprachfördermaßnahmen auf 2 Jahre unzureichend ist, dass das so nicht geht. Die Länge muss sich am individuellen Bedarf bemessen, und das können im Einzelfall bis zu 4 Jahre sein. Wir bekommen zunehmend, und Sie bekommen, Herr Minister, zunehmend Meldungen von örtlichen Konferenzen der Beteiligten, von Lehrern, Hilfsorganisationen, aus der Wirtschaft, die genau das bestätigen. Und was ist die Reaktion des Kultusministeriums? Das finde ich besonders empörend, ist gerade vor wenigen Tagen deutlich geworden. Sie streiten nicht nur die Probleme ab, das kennen wir schon, Sie leugnen nicht nur die Probleme. Als Krönung gehen Sie dazu über, die Lehrkräfte zu drangsalieren, die diese Missstände benennen, und das dann auch eben in der Öffentlichkeit nicht verleugnen. Sie, meine Damen und Herren von der Koalition, bekämpfen nicht die zutreffende Botschaft bzw. deren Ursache. Ihre Antwort ist es, die zu knechten, die die Botschaft übermitteln. Und hierzu, Herr Kultusminister, kann ich nur sagen, schon im Altertum hat sich die Problemlösungsstrategie, den Überbringer der schlechten Nachricht umzubringen, nicht bewährt. Sie sollten nicht darauf rekurrieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ziel unserer Politik muss es sein, Missstände abzubauen und die Rahmenbedingungen dahingehend zu ändern, dass jedem Kind bestmögliche Bildung mit hochqualifiziertem Personal und ausreichenden Ressourcen zur Verfügung gestellt wird.
Es fehlt dabei nicht an Hochglanzbroschüren. Da ist die PR-Abteilung dieser Landesregierung ja durchaus fleißig. Es bedarf direkter Begleitung und Unterstützung derjenigen, die in den Schulen tätig sind. Alles andere, meine Damen und Herren, ist nur Makulatur, die vielleicht dazu dient, das Image des Kultusministers aufzupolieren, aber die keinen zusätzlichen Lehrer an unsere Schulen bringt, die den Schulen nicht mehr Selbstständigkeit bringt und die insbesondere keine stärkere individuelle Förderung von Schülern bringt. Mit Ihrer Politik des Weghörens, des Wegschauens und der Verleugnung bringen Sie unser Land nicht voran. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das will ich zum Schluss sagen. Herr Kollege Wagner lebt ja gerne in der Vergangenheit. Deshalb habe ich für Sie auch einmal in der Vergangenheit nachgeschaut und ein bisschen was nachgelesen. Sie haben in der letzten Wahlperiode die damalige Landesregierung entsprechend Ihrer Ihnen auf den Leib geschneiderten Rolle als geborener Oppositionspolitiker immer wieder mit unzutreffenden Bewertungen angegriffen. Ich nehme zu Ihrer Ehrenrettung an, dass Sie prophetische Gaben hatten und deshalb schon 2012 das formulierten, was 2018 leider zutreffend ist. Ich zitiere wörtlich, Herr Kollege Wagner, Sie haben auch in diesem Bereich fertig, nichts erreicht und nichts mehr vor. Das ist schade für unsere Schulen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Wagner. Sie haben es auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Kultusminister, Staatsminister Prof. Lotz. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist ja klar, je näher der ominöse 28. Oktober rückt, umso mehr nehmen die Anträge der Opposition. Ich wollte es Ihnen überlassen, sozusagen diese Chiffre mit der passenden Assoziation zu verbinden. Aber ich kann es doch gerne sagen, wir reden vom Landtagswahltermin. Und je näher der Landtagswahltermin rückt, umso mehr. Ich bin auch gerne zu jeder Form von Präzisierung bereit. Je näher dieser Termin also rückt, umso mehr nehmen die Anträge der Opposition hier den Charakter von Wahlkampfaktionen an. Und der Antrag der SPD, wie übrigens auch der LINKEN, ist ein herausragendes Beispiel dafür. Das erkennt man erstens daran, dass die Anträge nur als Aufhänger für den üblichen bildungspolitischen Rundumschlag dienen. Auch die Rede des Abg. Greilich kannte ich weitestgehend schon gestern. Und zweitens daran, dass er in mindestens drei Punkten eklatant dem widerspricht, was die Opposition in diesem Hause sonst als Argumentationsstrategie zu fahren pflegt. Aber darauf kommt es ja in Wahlkampfzeiten nicht weiter an. Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns doch noch einmal auf den Antrag schauen und mal schauen, worum es da eigentlich geht. Es geht um die Frage der Führung von Statistiken. Sie versuchen, einen Vorwurf daraus zu konstruieren, dass wir bislang keine zentrale Erhebung der Krankheitstage von Lehrkräften und der Qualifikation von befristet angestellten Lehrkräften vorgenommen haben. Ausfall von Unterrichtsstunden ist noch einmal ein Sonderfall. Dazu komme ich gleich. Das ist alles. Es geht um die Frage, brauchen wir eine zentrale Datei? Nur, meine Damen und Herren, dazu muss man wissen, so eine zentrale Datei gab es noch nie. Noch nie. Und deswegen muss ich schon etwas schmunzeln, wenn ich in Ihrem Antrag lese, das sei essentiell für die Erfüllung der Aufgaben des Kultusministeriums. Wenn das wahr wäre, hätte das Kultusministerium seine Aufgaben noch niemals ordentlich erfüllen können. Das, Herr Abg. Degen, würde dann aber auch die durchaus lange Amtszeit sozialdemokratischer Kultusminister in diesem Land einschließen und, Herr Abg. Greilich, auch die noch nicht so lange zurückliegenden Amtszeiten freidemokratischer Kultusministerinnen. Nur DIE LINKE könnte sich hier einen schlanken Fuß machen und auf den Putz hauen, denn sie hat bisher zum Glück noch keinen Kultusminister gestellt. Aber vielleicht unterhalten Sie sich da ja auch noch einmal mit den von Ihnen sonst so oft bemühten Gewerkschaften, was die etwa von einer zentralen Erfassung von Krankheitstagen halten. Denn das sind auch die personalvertretungsrechtlichen Aspekte, die datenschutzrechtlichen wurden schon angesprochen, durchaus nicht ohne Belang. Nein, meine Damen und Herren, deswegen bekennt sich übrigens auch der christdemokratische Staatssekretär der letzten freidemokratischen Kultusministerin dazu, die Existenz solcher Zentraldateien ist nicht essentiell für die Erfüllung unserer Aufgaben. Und auf das Paradoxon, dass auf der einen Seite, wenn wir irgendwelche statistischen Werte, Zahlen, Daten, Fakten präsentieren, die Opposition sagt, verschonen Sie uns mit diesen Mittelwerten und Durchschnittsfiguren und all diesem Kram,
um dann einen Antrag zu stellen, der sagt, wir brauchen aber noch viel mehr von diesen Statistiken, nämlich solche, von denen wir uns einen politischen Effekt versprechen. Auf dieses Paradoxon ist ja schon hingewiesen worden. Dabei gibt es noch einen entscheidenden Unterschied. Vielen Dank für diese Vorlage, Herr Schäfer-Gümbel. Denn genau zu dieser Frage des Vergleichs der Gangart wollte ich kommen. Denn die Daten, über die wir reden, ob das jetzt etwa die über 4.000 Lehrerstellen sind, die wir in dieser Legislaturperiode zusätzlich geschaffen haben, ob das die Tatsache ist aus dem Bundesbildungsbericht, aus dem Bildungsfinanzbericht, dass wir die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben unter den deutschen Flächenländern haben, ob das die Tatsache ist, dass wir im Moment so wenige Schülerinnen und Schüler wie nie zuvor und gleichzeitig so viele Lehrerinnen und Lehrer wie nie zuvor an unseren Schulen im System haben, denn das tut ihnen ja am meisten weh. Diese Daten kann man nur zentral erheben, beziehungsweise die liegen auch nur zentral vor. Deswegen kann man auch nur zentral darüber sprechen. Das, wovon Sie hier reden, das sind dagegen Dinge, die dezentral anfallen und dort auch gut aufgehoben sind. Denn, meine Damen und Herren, worum geht es denn wirklich in der Sache? Es geht doch da, genau, danke, kommen heute die Vorlagen aus den Reihen der Opposition, das ist sensationell. Herr Abgeordneter Degen, es geht darum, dass unsere Kinder ihren Unterricht garantiert bekommen und das bestmöglich. Das heißt, es geht darum, dass wenn eine Lehrkraft wegen Krankheit oder anderweitig ausfällt, nicht, dass das in irgendeine Datenbank eingepflegt wird, sondern dass eine Vertretung bereitsteht und dass die Leute, die dafür befristet beschäftigt werden, auch entsprechend qualifiziert sind, und zwar unabhängig davon, ob in irgendeiner elektronischen Rubrik dafür ein Häkchen gesetzt ist. Und das, meine Damen und Herren, das wäre vollkommen sinnlos, das zentral von Wiesbaden aus steuern zu wollen, wenn das Kultusministerium versuchen würde, jeden einzelnen Vertretungsfall vor Ort zu regulieren. Das ist der Unterschied zur Lehrerstellenzuweisung, die nur zentral erfolgen kann. Das müssen die Leute machen, die vor Ort mit den Personen in den Schulen in Kontakt sind. Das sind unsere staatlichen Schulämter. Die, meine Damen und Herren, nehmen ihre Aufgabe auch sehr wohl wahr und das sehr engagiert. Jede Schule in Hessen hat ein Vertretungskonzept mit dem staatlichen Schulamt abgestimmt, damit auch auf ganz kurzfristige Ausfälle reagiert werden kann. Bei kurzfristigen Ausfällen greift unser Konzept zur verlässlichen Schulzeit. Da gibt es Sondermittel zum Einsatz externer Kräfte aus dem entsprechenden schulischen Personenpool. Und wenn eine Lehrkraft für mehr als 5 Wochen ausfällt, dann setzt das staatliche Schulamt vor Ort, weil nur die es können, Vertretungskräfte mit TVH-Verträgen ein. Und dazu kommt dann auch unsere mobile Vertretungsreserve mit 302 Stellen für das Schuljahr 2017/18. Das heißt, meine Damen und Herren, es gibt in Hessen überhaupt keinen Unterrichtsausfall in der Fläche. Deswegen kann es dazu z.B. auch überhaupt keine Daten geben, meine Damen und Herren. Und natürlich haben wir auch ein schulisches Gesundheitsmanagement. Wenn eine Lehrkraft innerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen arbeitsunfähig ist, dann greift das Konzept des betrieblichen Eingliederungsmanagements. Da geht es um die Ursachen der gesundheitlichen Einschränkung, da geht es um Abhilfemöglichkeiten, da geht es um weitere Perspektiven. Aber auch das wird natürlich zweckmäßigerweise vor Ort von den staatlichen Schulämtern gehandhabt. Und die staatlichen Schulämter übernehmen und dokumentieren natürlich auch die Qualifikation der vertretungsweise angestellten Lehrkräfte. Das hat Ihnen übrigens einer unserer erfahrensten Personaldezernenten und Amtsleiter in der letzten KPA-Sitzung haarklein erläutert. Ich will gerne noch einmal wiederholen, um was für Personen es dabei geht, soweit sie nicht ohne dies ein Lehramt haben. Es sind schon erwähnt worden die Pfarrer im Religionsunterricht, die Berufsträger an den beruflichen Schulen. Ich füge hinzu die sogenannten Einfachlehrer, die natürlich da auch drunter fallen, Diplom-Kunstlehrer, Diplom-Musiklehrer, Diplom-Sportlehrer. Die haben kein Staatsexamen, die haben aber eine vollwertige Lehrerausbildung. Oder ich nenne Hochschulabsolventen wie jenen Diplomphysiker, der vor 35 Jahren mein Mathelehrer war. Das ist alles nichts Neues, meine Damen und Herren. Das ist alles geübte Praxis der hessischen Schulen und der hessischen Schulämter seit Jahrzehnten. Und das funktioniert völlig ohne zentrale Datei, meine Damen und Herren. Und deswegen verrät Ihr Antrag ja im Kern etwas ganz anderes, nämlich ein abgrundtiefes Misstrauen gegenüber jede Form der Wahrnehmung von Verantwortung auf nachgeordneten Ebenen. Ja, das ist Zentralismus. Wir, meine Damen und Herren, vertrauen dagegen unseren Schulämtern. Wir vertrauen ihnen, dass sie ihre Arbeit ordentlich machen und ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllen. Ich habe auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass das nicht der Fall wäre. Deswegen muss ich an dieser Stelle nicht den Johnny Controlletti machen, meine Damen und Herren.
Ich sage aber gerne dazu und lasse das auch prüfen, wenn wir eine administrativ unaufwendige Möglichkeit finden, diese Daten in der Zukunft elektronisch mit einzupflegen, ist das für mich auch kein Dogma. Nur, meine Damen und Herren, es muss, gerade weil der Erkenntniswert begrenzt ist, muss es wenigstens unaufwendig sein. Denn was ich will, ist, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer die Schülerinnen und Schüler unterrichten und dass die staatlichen Schulämter, die Bildungsverwaltung, sich darauf konzentriert, wie sie diese Lehrkräfte zu unseren Kindern bringt und nicht, dass sie Zeit darauf verwenden, irgendwelche Akteninhalte in irgendwelche Excel-Tabellen einzupflegen. Und deswegen, wenn die Opposition hier fordert, die Personalakten von großen Teils seit langem im Dienst befindlichen 6.000 Lehrkräften noch einmal auf ihre Qualifikation hin auszuwerten und das händisch zu erfassen, oder gar die Krankheitstage von 60.000 Lehrkräften händisch auszuwerten, dann muss man sich vergegenwärtigen, dass wenn man nur eine Viertelstunde pro Akte rechnet, und das ist nicht viel, eine Viertelstunde pro Akte, dann wären 10 Stellen in der Verwaltung für ein Jahr lahmgelegt. Meine Damen und Herren, das ist völlig unverhältnismäßig. Und wenn Sie sich hinstellen auf Verbandstagen und Ähnlichen, so einen typischen Wochenendveranstaltungen, und die Überbürokratisierung von Schule beklagen und das Kultusministerium dafür verantwortlich machen, dass es, wie hieß es so schön, die Lehrerinnen und Lehrer ständig mit irgendwelchen neuen Vorschriften kujoniert, und dann das Kultusministerium dafür kritisieren, dass sich an diesem Punkt weigert, ein solches bürokratisches Monster zu erschaffen, das ist vollkommen unglaubwürdig, meine Damen und Herren. Aber es ist ja auch Wahlkampf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Minister, vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann sollen die beiden Anträge 1960/72 und 1960/98 in den Kulturpolitischen Ausschuss. Jawohl, dann haben wir das so überwiesen.